Seit Jahrhunderten beherrscht die Hirschbirne das Bild des Pöllauer Tals, wo sie die Grundlage der Mostbirnenkultur bildet. Sie verlangt Geduld, die wird aber auch belohnt. Mit ersten Erträgen ist nach etwa 10 Jahren zu rechnen. Die höchsten Erträge liefert der Baum ab einem Alter von 20 Jahren. Dank der Voraussicht der Bäuerinnen und Bauern ist diese besondere Frucht der alten steirischen Birnbaumsorte auch heute noch in größeren Beständen im Pöllauer Tal erhalten. Die Bäume werden meist in Reihen oder auf Streuobstwiesen gepflanzt und sind bis zu 200 Jahre alt. Im Vordergrund steht die nachhaltige Bewirtschaftung. Belohnt wurde dieses Engagement mit der Anerkennung als Genussregion Pöllauer Hirschbirne GU. Wir haben auf unserem Betrieb 4,5 Hektar Naturschutzflächen, also überwiegend Streuobstwiesen, Trockenwiesen, aber auch Nasswiesen. Und das sind die Streuobstwiesen, wenn es nicht gedüngt. Also die Hirschbirnbäume, wie wir da haben, die sind teilweise 100, 150 Jahre alt. Die haben unsere Väter oder Großväter gesetzt und das ist was wir jetzt ernten können. Aufgrund der vielfältigen Landschaft und der traditionellen Bewirtschaftung wurde das Pöllauer Tal bereits im Jahr 1983 mit dem Prädikat Naturpark ausgezeichnet. Mit diesem Titel verpflichtet sich die Region zu einer vorbildhaften und zukunftsfähigen Entwicklung in den Bereichen Naturschutz, Erholung, Bildung und Regionalentwicklung. Ja, schaut gut aus, ne? Die Genussregion Pöllauer Hirschbirne bedeutet für uns, dass wir vor allem in der Entwicklung unserer Produkte ganz massiv von den Genussregionsexperten unterstützt worden sind. Das heißt im Klartext, wir können darauf zurückgreifen, auf das Know-how, auf die Vernetzung, was die Genussregion Österreich an Dienstleistungen anbietet. Letztendlich ist natürlich auch zu erwähnen, dass durch die Initiativen der Genussregion vor allem die Zusammenarbeit in der Region selber gestärkt worden ist, sei es mit dem Tourismus, sei es mit der Gastronomie, aber auch mit Handel und Gewerbe. Zuckersüß, hocharomatisch und eigenwillig im Geschmack. So präsentiert sich die Pöllauer Hirschbirne geschützter Ursprung. Der Birnbaum beherrscht durch seine mächtigen Baumkronen das Bild des Pöllauer Tals. Und dieser Baum steht als Sinnbild für traditionelle Bewirtschaftung und einen großen Erfahrungsschatz. Genossen wird die Frucht als Saft, Most, Marmelade, Edelbrand oder Klätze. Dem Einfallsreichtum sind keine Grenzen gesetzt. Und die Hirschbirne ist ein echtes Original. Zu finden sind die Produkte ab Hof, im Bauernladen in Pöllau, in vielen Genussläden, in der heimischen Gastronomie, bei den Buschenschenken und natürlich weltweit im Internet, etwa auf genuss-abhof.at. Unsere Kulturlandschaft mit den bunten Streuobstwiesen, allen voran mit unserem Leitprodukt Pöllauer Hirschbirne, ist für unsere Gäste natürlich ganz wichtig. Sie können sehr viel wandern, sie können die Kulinarik genießen, entweder beim Buschenschank oder in der gehobenen Gastronomie. Überall können sie sich verwöhnen lassen. Und was ganz wichtig ist für unsere Gäste, bei uns hat man noch Zeit für die Gäste. Wir leben die Pöllauer Hirschbirne. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in der Genussregion Pöllauer Hirschbirne GU und im Naturpark Pöllauer Tal.